Hallo meine Lieben und ein besonderes Hallo für euch, liebe Schützen. Am 23. November löst der Schütze das Sternzeichen Skorpion ab. Sein Element ist das Feuer. Der unabhängige Schütze ist der geborene Optimist und liebt seine Freiheit. Er ist von Natur aus sehr großzügig und braucht absolut immer neue Herausforderungen für seine Träume. Offen und geradeaus sagt er, was er denkt, und das ohne Rücksicht auf Verluste. Da stört es ihn nicht, ob er bei anderen aneckt oder verletzend ist. Der Planet Saturn begegnet und begleitet ihn, und das erfordert von ihm taktisches und geduldiges Vorgehen. Doch das ist nicht unbedingt seine Stärke. In der Partnerschaft haben die Schützen eine anstrengende Zeit hinter sich. Jetzt aber können sie aufatmen. Harmonie und Verständnis kehrt in ihre Beziehung zurück, weil sie erkannt haben, was sie selbst und ihren Partner glücklich macht. Sie gehen aufeinander zu und finden die richtige Balance. Neues Vertrauen lässt das Glück zu ihnen kommen. Und das bedeutet Happy End. Bei den Singles neigt sich das Einzelleben dem Ende zu und sie können ihren Traumpartner finden. Also, ihr Singles, haltet die Augen offen und nehmt eure Gefühle wahr. Jetzt zum Ende des Jahres wirst du wissen, was du willst und wo dein Weg dich hinführt. Du setzt im Beruflichen auf absolute Sicherheit. Jupiter hilft dir, dass du deine richtigen Möglichkeiten erkennst, auch deine Chancen. Nutze sie konsequent, denn du hast ausreichende Erfahrung und auch das nötige Gespür. Finanziell solltest du unbedingt deine Altlasten und offenen Rechnungen erledigen. Dann kannst du wieder ruhig schlafen und es ermöglicht dir neue Chancen. Im Gesundheitlichen achte auf deine Ernährung und setze auf Bewegung, die du allerdings vernachlässigt hast. Dann wird sich dein Allgemeinbefinden verbessern. Und nach wenigen Wochen kannst du wieder richtig durchstarten. Für euer neues Lebensjahr wünsche ich euch alles, alles Gute. Herzlichst, eure Deria.